Seine Werke seien eine Mahnung an die große Aufgabe einer friedlichen Verständigung über Nationalgrenzen hinweg, so die Deutsche Nationalstiftung über Anselm Kiefer. Er sei einer der wichtigsten Kunstschaffenden der Gegenwart. Heute wurde der Maler und Bildhauer mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet. Kiefer habe sich wie kaum ein anderer bildender Künstler um die Aufarbeitung deutscher und europäischer Geschichte verdient gemacht, sagte Bundeskanzler Scholz in seiner Laudatio. Zentimeterdick bedeckte Leinwände mit Schlamm, Asche, Metall und Farbe, dazu Fundstücke, getrocknete Pflanzen, Materialien. Beim genauen Hinschauen ist viel zu entdecken und doch sind Werke von Anselm Kiefer meist groß, geradezu riesig. Oft werden sie monumental genannt, auch weil seine Themen so groß sind, philosophisch. Er beschäftigt sich mit der Geschichte, deutscher Geschichte, Weltgeschichte, Krieg und Frieden, dem Menschen an sich. Ich versuche, die Dinge, die ich wahrnehme, in einen Zusammenhang zu bringen. In einen anderen Zusammenhang als den, den es schon gibt, der mir angeboten wird. Also ich schaffe eigentlich die Welt neu. Am Anfang seines Schaffens, Ende der 1960er Jahre, steht ein Skandal. Er zeigt in verschiedenen Ländern in menschenleeren Gegenden den Hitlergruß zur Selbsterfahrung und als Distanzierung zum Faschismus. Das verstehen nicht alle. Später eindeutigere Werke zum Holocaust, zu Krieg und Gewalt. Ausgeübt durch Menschen, an Natur und Materie. Ich glaube zunächst mal, dass der Mensch falsch konstruiert ist. Da muss irgendwas verkehrt sein im Gehirn des Menschen, sonst gäbe es nicht so viel Leid. Die Werke des 78-Jährigen berühren die Betrachter, verführen zum Nachdenken. Niemand kann sich ihnen entziehen. Er baut Betontürme in Ausstellungshallen und bleierne Bibliotheken, tonnenschwer. Aber seine Kunst ist nicht destruktiv, lässt immer Raum für Hoffnung. Heute gilt Anselm Kiefer als einer der bedeutendsten bildenden Künstler weltweit.